Nach dem Geldtransporterüberfall auf der A20 bei Gützkow hat die Polizei jetzt 10.000 Euro Belohnung ausgesetzt. Bei dem Vorfall Anfang März hatten drei Täter einen Geldtransporter an der Autobahnauffahrt Gützkow in Richtung Neubrandenburg ausgeraubt. Zur Aufklärung der Tat setzt die Polizei jetzt auf Hilfe aus der Bevölkerung. Hinweise oder Beweismittel, die die Ermittlungen erheblich befördern, werden bei der Überführung der Täter belohnt. Am 2. März hatten bewaffnete Räuber den Geldtransporter auf der A20 ausgebremst und zum Anhalten gezwungen. Unter Einsatz schwerer Waffen und Werkzeuge konnten sie dann das Fahrzeug aufbrechen und Bargeld in Millionenhöhe entwenden. Im Anschluss zündeten sie den Geldtransporter und die eigenen Fluchtfahrzeuge an und entkamen auf unbekanntem Weg. In Zusammenhang mit dem Überfall hat die Polizei bereits einen Tatverdächtigen ermittelt. Sachdienliche Hinweise werden vom Polizeipräsidium Neubrandenburg entgegengenommen.